Holger Bröhr, willkommen zum 16. Deutschen Online-Autohaus-Kongress. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Der 16. Unfassbar. Und ich glaube, ich habe schon beim 10. gesagt, unfassbar. Jetzt sind wir schon bei Nummer 16 so ungefähr. Ne? Ich freue mich auch. Und ganz lieben Gruß an alle Teilnehmer, Hinhörerinnen und Hinhörer. Ja, und du bist ja gleich zu Beginn unseres Kongresses, weil es mir so wichtig ist, über das Thema Mindset mit dir zu sprechen. Ja. Mindset, Mindset, Mindset ist ja irgendwie auch schon so ein Begriff, der so ein bisschen totgenudelt ist. Ja, stimmt. Geht mir nicht zu. Wollen wir dem Begriff Mindset ein wenig Raum und Fülle und auch die Tragweite verleihen, die es eigentlich auch verdient, der Begriff. Aber du hast völlig recht, er ist ein bisschen durchgenudelt, ja. Ich glaube aber, das liegt daran, dass viele das hören, aber eigentlich gar nicht wissen, wie geil und wichtig dieser Begriff tatsächlich ist. Ja, warum ist das so geil und wichtig? Naja, schau mal, unsere Rübe ist so ein lustiges Instrument, ne? Und zwar dieses Ding zwischen dem linken und dem rechten Ohr. Und vorab, wenn jeder versteht, das ist ziemlich wissenschaftlich belegt, wenn wir auch nicht ganz so viel wissen, neurowissenschaftlich über die Entstehung des Ichs und so weiter, aber zurück zum Mindset. Unsere Rübe glaubt, was wir ihr sagen. Ja, also ich gebe dir mal ein Beispiel. Du kennst sicher Menschen, die liegen abends im Bett und sagen, Mensch, ich kann nicht schlafen. Ist alles so viel im Moment, ne? Und dann liegen die da und können nicht schlafen. Dummerweise fangen sie dann an, Netflix zu gucken, aber sie können nicht schlafen. Und guess what? Newsflash, sie können auch nicht einschlafen. Und dann weißt du ja, dass es zig Hilfsmittel gibt, ja, von jetzt bin ich schon beim Mindset, da wollte ich noch gar nicht hin. Also zig Hilfsmittel, wenn man sich hinlegt, ein bisschen beruhigt, ein bisschen vernünftig atmet und 10-mal hintereinander sagt, hey, es ist alles in Ordnung, ich bin relaxed, ich bin ruhig, ich bin müde, ich kann einschlafen und ich werde jetzt einschlafen. Funktioniert beides, in beide Richtungen. Nur als kleine Übung, als kleine Idee oder als Wahrheit, das, was wir uns sagen oder wir als Mantra oder als Manifestation uns vorsagen, das funktioniert tatsächlich. Weil unsere Rübe hat ja auch erstmal keinen anderen Ansprechpartner. Ja, wir sind uns ja selbst relativ nah und das, was wir uns sagen und wie wir mit uns umgehen, das glaubt unser Gehirn erstmal. Riesenvorteil, Riesennachteil. Jetzt ist es ja so, du merkst es ja häufig an der Sprache der Menschen schon, wie sie mit sich selber reden. Mhm. Kannst du denn das ändern? Also wenn du gesagt bekommst, mach doch mal was an deinem Mindset, geht das denn? Ja, ich freue mich über die Frage, weil ich habe schon überlegt, ob ich es selbst ansprechen soll oder ob du mich das fragst. Schau mal, die Gedanken sind schneller als das gesprochene Wort. Ich wiederhole das nochmal, weil es hört sich ein bisschen komisch an. Die Gedanken sind schneller als das gesprochene Wort. Das heißt, während wir sprechen, während andere gerade hinhören und auch was sagen wollen oder wenn man im Dialog ist oder im Konfliktgespräch oder mit sich selbst spricht, die Gedanken sind schneller als das gesprochene Wort. Das heißt, wir denken und unfassbar schnell, stellt euch das gerade mal selber vor, dann werdet ihr wissen, was ich meine, unfassbar schnell entwickelt sich das, was wir denken, dann in Sprache. Und hier kommt's, dazwischen gibt es so eine hauchdünne Lücke. Also zwischen dem, was wir sagen und jetzt gerade aussprechen. Das heißt, wenn man sich selber vornimmt, ein wenig gedanklich, innerlich etwas langsamer zu sein und oder sogar zu reflektieren, was man gerade sagt, zum Kunden, zum Partner, zum Finanzamt, zum Steuerberater, ja, nur mal Moment mal eben, das sind Millisekunden, aber es funktioniert. Das heißt, der erste Lifehack ist, die Gedanken sind schneller als das gesprochene Wort. Wartet einen Moment. Es gibt da eine bewusste Lücke zwischen dem, was du denkst und aussprichst. Das kann man trainieren. Das kann man trainieren. Zweitens, in dieser Lücke ist es natürlich entscheidend, was du dir jetzt erstmal sagst. Und da wir einen Großteil unseres Lebens auch alleine sind, manchmal sogar alleine aufwachen oder viele sogar alleine abends ins Bett gehen oder mit dem Kunden da am Büro und was weiß ich, ist es entscheidend, wie du mit dir selbst sprichst. Na, jetzt kommt Nummer 4 beziehungsweise Nummer 3. Das, was du denkst, strahlst du aus. Was du ausstrahlst, ziehst du an. Wenn du den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, im Office, im Job oder mit, und du denkst den ganzen Tag über dich selbst, naja, ist eigentlich scheiße, mein Leben ist kacke, ich bin mieser Verkäufer und die Autos und die Zahlen und so weiter. Naja, erinnere dich, was wir vorhin gesagt haben, dein Gehirn glaubt dir das.
Also du kannst genauso manifestieren, ich bin müde und schlafe ein, wie ich kann überhaupt nicht schlafen. Du kannst genauso manifestieren, ich finde mich scheiße, ich bin schlechter Verkäufer, ich fake, ich kriege nichts auf die Kette, bis hin zu, naja, okay, aber heute ist es anders, heute probiere ich es anders, heute mache ich es anders. Die Gedanken sind schneller als das gesprochene Wort. Und das, was du dir wirklich vorsagst, das funktioniert. Na, weil nochmal, was soll deine Rübe auch anderes glauben, wenn du abends und morgens mit ihr sprichst? Also all die Weltliteratur, denke nach und werde reich, Rich Dad, Poor Dad und so weiter, die funktionieren. Die funktionieren. Das kann man finden, wie man will. Aber wenn du selber mit dir anders sprichst und wenn du selber andere Dinge manifestierst und wenn du selber ein bisschen die Lücke nutzt in dem, bevor du es raushaust, hey, du veränderst dein Leben, du veränderst dein Umfeld, du veränderst, ich will nicht sagen die Welt, aber du kannst die Welt verändern. Also es ist jetzt so, es ist wichtig zu ändern, also eigentlich ist es ja ein Muss, zu schauen, wie du in Zukunft besser mit dir sprichst, oder? Eigentlich ist es ein Muss und uneigentlich auch, ja klar. Ich meine, jetzt sag mir mal einen Grund, warum du schlecht mit dir oder über dich selbst sprechen solltest. Okay, die meisten tun das ja nicht. Also es gibt so pathologische Ausreißer nach oben und nach unten. Es gibt Leute, die finden sich unfassbar geil, sind es aber nicht. Es gibt welche, die finden sich unfassbar schlecht, sind es auch nicht. Aber ich rede über ich sag mal, eine gesunde Mittelschicht. Natürlich ist es wichtig, wie wir miteinander reden. Natürlich ist es auch schwierig und komplex, weil stell dir vor, du hast einen miesen Vorgesetzten, stell dir vor, du hast deiner Meinung nach schlechte Kunden und stell dir vor, du bist in einer schlechten Beziehung. Dann hörst du ja permanent was anderes. Und dagegen zu halten und zu sagen, nee, das stimmt eigentlich nicht, ich bin mit mir selbst okay und ich finde das auch okay und jetzt mache ich es mal anders und jetzt denke ich anders und jetzt spreche ich anders, das ist komplex, das ist nicht einfach. Also das, was wir hier so in 10 Minuten einfach sagen, das ist zwar einfach, aber es ist, weil wir auch von außen beeinflusst werden, ziemlich komplex. Wie kriegst du das jetzt konkret umgesetzt? Also mit dem, achte mal darauf, wie du mit dir sprichst, das ist ja schnell daher gesagt, aber wie prüfst du selber nach für dich im Alltag, ob du es denn tatsächlich tust? Also es gibt ganz, ganz, ganz viele lustige Dinge. Ne? Also es geht los mit diesen kleinen Übungen, dass man sagt, hey, leg dich mal abends hin. Und ich habe es früher in den 80ern mal mit dem Walkman gemacht, Kassettenrekorder, du erinnerst dich, ja? Ja, hatte ich auch. Und ich habe das jetzt nochmal wieder mit dem iPhone gemacht und ich habe von 10 angefangen, rückwärts zu sprechen. 10, ich liege hier, ich bin müde, mir geht's gut. 9, mein rechter Arm ist müde, 8 und so weiter. Ich komme meistens gar nicht bis 3 oder 2. Das heißt, es funktioniert, wie ich mit mir selber spreche, wenn du willst, Self-Hypnosis und so weiter, aber das funktioniert. Also wenn das doch funktioniert, dann funktionieren die größeren Dinge ja auch. Also du kannst zum Beispiel tatsächlich mal mit einem Menschen, der dir lieb und wohlgesonnen ist, ja, nehmt doch mal ein Gespräch auf. Schau doch mal, wie du wirklich sprichst. Ja, ich meine jetzt nicht so Training aus den 80er Jahren mit Kamera und Verkaufsgespräche aufnehmen, sondern mach doch mal wirklich mal nur so Snippets oder mach's für dich alleine. Sprichst du zum Beispiel in den Konjunktiven? Hätte, könnte, würde, sollten wir eventuell mal. Here comes the bad news. Wenn du in Konjunktiven sprichst, sprichst du wahrscheinlich auch mit dir selbst. Also als Beispiel, ich sollte mal wieder ins Sportstudio gehen. Es wäre doch schön, wenn. Oder ich könnte doch eventuell mal wieder einen Kunden anrufen. Deine Rübe, nochmal, die glaubt dir, was du sagst. Dein Gehirn ist aber auch ausgerichtet auf Energy Saving. Das heißt, wenn du deinem Gehirn die Wahl gibst zwischen ich soll denken oder ich soll nicht denken, dann lässt es das lieber. Und wenn du in Konjunktiven mit dir sprichst, ich könnte doch eventuell mal wieder einen Kunden anrufen, dann denkt dein Gehirn, naja, nee, lassen wir lieber. Ne? Das kennst du vom Sport, das kennst du vom Aufräumen, das kennst du deiner Frau Blumen mitbringen, whatever, you name it. Also das Erste ist, nimm mal selber für dich, hör mal wirklich ganz easy mit deiner eigenen Stimme, zähl mal von 10 rückwärts, du bist müde und du schläfst bei 1 ein. Funktioniert. Zweitens, geh mal wirklich in Gespräche, nimm mal ein Gespräch auf, 30 Sekunden, eine Minute. Und drittens, frag wirklich mal Menschen, die mit dir im engen Kontakt sind, hey, lass uns mal über deine und meine Sprache sprechen. Du wirst erstaunt sein, die meisten denken natürlich nicht drüber nach, aber frag mal deinen Freund oder Freundin und sag, hey, spreche ich viel in Konjunktive? Ist meine Sprache indikativ? Ja, also ist sie klar und zielgerichtet? Und nochmal, es geht nicht darum, wie andere das empfinden, sondern wenn sie es eventuell als schlecht empfinden, naja, du hast dir jede Geschichte erstmal zuerst erzählt.
Und so schließt sich der Kreis. Die Gedanken sind schneller als das gesprochene Wort. Du erzählst dir jede Geschichte, die andere hören, die erzählst du dir erst dir selbst. Eine Lüge, ein Konjunktiv. Wir hätten, könnten, würden und so weiter. Naja, und wenn man den ganzen Tag 30 Jahre lang im Konjunktiv lebt, dann bleibt man auch in der Regel in Deutschland auf dem Sofa sitzen und guckt Netflix. Dann holt man nicht die größten Deals seiner Welt, weil du dir wahrscheinlich gesagt hast, naja, kann ich ja auch morgen machen. Kann ich auch morgen machen. Aber jetzt gucken wir erstmal die OHK fertig. Richtig. Oder sollten wir oder könnten wir. Ja, ja, genau. Weißt du, frag mal, letzter Satz dazu. Frag mal Spitzensportler. Ja, und es spielt auch keine Rolle, wo die herkommen oder was die für einen Bildungsgrad haben. Jeder Spitzensportler wird auf wirklich aufs Tun, aufs Machen, aufs Visualisieren, aufs Mindset, auf stell dir vor, du, ne, gedrillt und getrimmt. Ja, und das funktioniert wirklich. Es spielt keine Rolle, wo du herkommst. Es spielt auch keine Rolle, ob du Abitur hast oder nicht. Es spielt eine Rolle, wie du mit dir selbst sprichst, schließlich und endlich, wie du mit dir selbst umgehst. Wir arbeiten alle, unsere Rübe und unser Körper arbeitet vollständig unter unseren Möglichkeiten. Vollständig. Also da ist noch viel, viel, viel mehr Potenzial. Holger Bröhr, danke schön, dass du dabei bist beim 16. Deutschen Online-Autohaus. Ja, wir machen dreistellig voll, ne? Also ich freue mich auf den 100. Ne? Das ist noch ein bisschen hin, ne? Dann macht doch nichts. Stellen wir uns das einfach vor, dann wird das auch funktionieren. Genau so ist das. Vielen Dank. Gerne.